Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Remastered. Beim letzten Mal waren wir mal wieder im Anstaltsgelände mit Jack, dem Rätselmeister. Mussten neuerdings ein paar Rhinotauren dort verprügeln. Und ich hab's tatsächlich verhältnismäßig gut auf die Kette gekriegt, das Clown-Rätsel zu lösen. Also nicht ganz so Panne wie beim allerersten Mal. Und waren im Anschluss noch in den Kristallhöhlen, oberhalb von Mellowmead. Ja, es war jetzt auch verhältnismäßig gediegen, ne? Da uns dort aber eine weitere verlorene Seele ja quasi auf uns gewartet hat, bat sie uns erstmal mitzunehmen zu den Totentümpeln, zu der Festung, die dort einst in Betrieb war. Und mal schauen, was wir dort für sie erledigen müssen. Auch ein schöner Satz dort unten. Oder was heißt das? Der Text. Ja, komm, bleib liegen. Nee, das Buch brauchen wir jetzt nicht lesen. Nicht mehr. Mich würde mal interessieren. Au, Vielleicht kann man die ja sogar mit dem Schwert schon wegkicken. Oh, okay, das ist. Ich müsste mich jetzt täuschen, aber auch da bin ich der Meinung, im Original war das echt nur mit dem Hammer möglich. Ich meine, es ist ja schon Pipifax, ne? Ah, okay. Hier können wir also schon Ritter von Ritterschlag in Tümpeln. Was? In Tümpel? In Tümpel bröckelnd? Okay. Aber ist auch ein merkwürdiger Name. Ritter von Ritterschlag. Was willst du denn von uns? Eskortiert mich zur Senke des alten Schlachtfelds. Vorsicht vor den Sumpfwächter. Ah ja, dieser Krake oder was das ist. Hab ihn mal im Tentakel. Ich muss mal näher an den Fernseher, Alter. Hab ihn mal im Tentakel. Angeln? Ach, Tentakel fangen besiegt. Und er ist ein schlechter Verlierer. Alles klar, ich habe den Buchstaben nicht sehen können. Okay. Ja. Zur Senke des alten Schlachtfelds. Wo will er denn jetzt hin? Moment mal, hätte ich den Text nicht abbrechen sollen? Nee, das war schon richtig so. Hm. Okay, okay. Ja, ich merke schon, Okay. Du bist mad, ich verstehe. Mit deiner Axt weg, Alter. Okay, gut, wir nehmen jetzt doch erstmal wieder den Hammer, weil das könnte hier ein bisschen tricky werden. Alter. Nein, warum denn schon wieder an die gleiche Stelle? Okay, wisst ihr was? Nicht mit mir. Ja, den will ich jetzt nicht. Den da will ich. Den dicken. Also den noch größeren dicken. Thank you.
Das gefällt mir nicht. Das ist echt nicht geil. Das ist echt nicht geil. Die Leute wollen mich doch gerade komplett verflaxen, ne? Kann das sein? Wer ist denn hier? Guck mal, als wär's keiner, möchte es mal wieder gewesen sein, ne? Kennt man doch. Das reicht jetzt mal, Jungchen. Alter, von wo? Von? Nee, das mache ich nicht mehr mit. Das hättet ihr also gerne so, ne? Ach, ihr springt von Plattform zu Plattform. Okay. Oh! Okay, das war knapp. Vorsicht. Ja, der nächste Gast. Ich glaube, da war die Schlange drin. Hoffe ich jetzt mal. Oh. Nein. War sie nicht. Okay. Okay. Verstehe. Ja, moin! Ey, aber es ist lange her. Das muss man mir auch zugute halten. Lange ist das nicht mehr vorgekommen. Aber. Ach, wisst ihr was? Nee, ich will mich dazu nicht äußern. Also nicht zum Tod jetzt, weil der war echt. Unnötig. Aber vom Stand der Dinge her betrachtet, die Leute haben echt angezogen. Also was die Hinterhältigkeit angeht, haben die echt einen Zahn zugelegt. Streckt die Wampe weg. So, wo genau wolltest du jetzt nochmal hin? Zur Senke des alten Schlachtfelds. Ja, wo soll die denn sein? Überhaupt erstmal zu wissen, wo die ist, das wird mir schon helfen. Steck deine verkackte Axt weg, Mann. Und dann auch noch vom Tech-Team, weißt du? Ja! Okay, ich werde jetzt blocken. Versprochen. Ja, schon irgendwie kacke, ne? Ich dachte schon, er kann das mit anvisieren. Also es geht damit jetzt ein bisschen besser. Ein wenig. Man sieht ja auch so schlecht. Vor allem man konnte. Ach, da hinten ist die nächste Seele. Seht ihr so? Da ganz hinten in der Ecke. Ne, vor allem die haben die Möglichkeit hier übers Feld oder durch das Feld zu huschen. Ich hasse es, ne? Ich hasse diesen Sprengradius. Aber bitte, jetzt. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass die Schlange mich killt. Und das ist die gute wohl bemerkt. Hehehehe.
Alter, dieses Level macht mich fertig, ey. Wag es nicht. Oh, geil. Okay, immerhin macht er jetzt hier auch schon mal die Tentakel ein bisschen zu klump. Nee, den fasse ich jetzt bewusst nicht an. Ich hab ja... Okay. Der hat ausnahmsweise mal funktioniert. Oh, schade. Ja, das war auch schade, aber das meinte ich nicht. Schade, dass der jetzt abhaut. Ich habe gedacht, der bleibt bis zum Ende des Levels bei mir. Dann halt so. Guck mal, wie er sich da schon wieder erheben muss, der kleine Sack. Ach, du hast sogar noch einen Kumpel mitgebracht. Ey. Mit euch reicht's, ey. Wirklich. Also ihr seid ja wirklich extremst lästig. Ich hab die noch nie gemocht, aber dass die so krass anziehen, hätte ich nicht gedacht. Wow. Wow. Uff. Los. Stehen bleiben, ey. Merkwürdiges Knarzen. Ja, echt schon ein bisschen übervorsichtig. Genau wegen solcherlei Strapazen. Meine Mithäftlinge nannten mich den schnellsten Läufer der Galgenschlucht. Sie würden mich niemals anlügen. Lust auf ein Rennen, Sir Dan? Ja, sofern ich nicht wieder diese Scheiße an der Backe haben muss hier mit dieser, ne? Unzerstörbaren, nicht zu tötenden Geisterschlange. Ansonsten ist mir alles recht, aber ich lasse die Schlange in der Truhe. Okay. Ja, die Flasche hätte ich gerne. Und die da hinten erst recht. Vor allem, wie viele Explosionskisten hier einfach mal stehen, ne? Das, das ist doch abartig, Mann. Nee. Weißt du was? No! Und trotzdem, obwohl ich schon so weit weg stand. Ey, das Level macht mich kirre. Jetzt hier echt wirklich mal eine ruhige Minute.
ihr schon wieder? Okay. Und nochmal zurück, ey. Jawoll. Wo willst du denn hin? Ich hab gesagt, wo willst du denn hin? Okay. Wunderbar, Ritter von Ritterschlag. Habt Dank, wertes Skelett. Den Sumpfwächter. Und der Sumpfwächter kommt schon drüber hinweg. Wenn wir Sumpfmonster und Sumpfmonster und Gendarme spielen, gewinnt er immer. Jetzt nicht mehr. Hoffe ich mal. Aber ich meine, ey, wenn das wirklich der letzte Kumpel ist, den man in so einer düsteren Welt noch hat, dann sollte man dem beibehalten. Schön. Jetzt können wir hier auch endlich von diesem gottverdammten Ort weg, ey. Ja. Ja. Komm her jetzt hier. Hau doch nicht ab, Mann. Also. Nicht erst anpieksen und dann abhauen. Nee, nee. Immerhin haben wir noch 3 Lebenspool. Also 3,5. So, Meister. Seid gegrüßt, Fremder. Ja, ich weiß, du bist der Bootsmann und ich habe auch schon alles, was wir brauchen. Humpel der Beinlose. Alles klar. Ein Tor mit 2 Schlangen. Ja, leider. Wie nett von euch. Das muss ich auch sagen. Und bitte, bitte, ich will nicht mehr zurück zu den Totentümpeln. Haben wir das auch. Jetzt heißt es zur Galgenschlucht. Sofern ich mich nicht mit dem Geist aus der Truhe beschäftigen muss, ist alles okay. Wirklich. Komplett easy. Aber falls das der Fall sein sollte, dann wünsche ich mir leider die Totentümpel zurück. So, und hier war es tatsächlich mal wieder an der Zeit zu sagen, man geht auf Fernkampf. Obwohl. Doch. Das ist es mir dann doch schon wert. Auch wenn die Axt okay ist, aber das mache ich nicht mit, ey. Weil gerade bei den Leuten möchte ich mir meine Lebenspullen dann doch noch ein bisschen sparen. Der andere ist auch drauf gegangen. Alter. Ich sag's ja, zu faul zum Umfallen, die Leute. Bei dem einen klappt's, bei dem anderen nicht. Ganz merkwürdige Kiste, ey. Ja.
die einer Revue. Gut, die nächste Mumie versuche ich einfach mal mit dem Axtwurf. Das war schon wieder zu eng. Die Galgenvögel. Na, kommt mal her hier. Euch finde ich aber auch wieder lustigsten. Ich bleib beim Bogen. Das ist die bessere Wahl. Sonst noch irgendwelche Leute freiwillig vortreten, bitte. Der hat jetzt, ihr habt ja gesehen, schon wieder einen Pfeil mehr ausgehalten. Der Rattenkönig hat es auf meine geliebte Elefantendrachen abgesehen. Mach den niederträchtigen Nager nieder, bevor meine drolligen Dickhäuter drangsalieren kann. Ah ja. Heißt also, Mellowmeat ist als nächstes dran. Okay. Oh, Gott sei Dank, hoffentlich, ich muss da nicht rein. Ich will es nicht. Nautischer Natalis. Der Elefantendrachenhort. Sag nicht, man kommt da in das Wasser rein. Das wäre auch ganz geil. So, was willst du denn? Bereit für das Wettrennen? Humpel der Beinlose wird euch in euren knochigen Hintern treten. Auf die Plätze. Ich will da nicht rein. Los. Was jetzt? Okay. Also noch erspare ich mir meine Kommentare, die ich im Kopf habe. Beeindruckend. Ihr habt meinen Rekord von 31 Sekunden und 27 Minuten geschlagen. Vielleicht kann ich mich jetzt endlich zur Ruhe setzen. Ja, das könntest du tatsächlich. Das wäre nicht verkehrt. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, faires Rennen auf jeden Fall. Ich könnte noch ganz andere Sachen sagen, aber unter Umständen möchte ich das von euch lesen. Dazu fällt mir vieles ein, aber... Der See. Mellowmeat. Ja, Mellowmeat werden wir aber erst beim nächsten Mal besuchen. Und wir lassen uns dann einfach mal überraschen, ne? Also, Rattenkönig gab's halt damals auch nicht. Klar, es kommt drauf an, immer wie die Sachen variieren, aber... Da kriege ich schon wieder so ein Kopfkino. Aber... Ich will da nicht zu viel reininterpretieren. Ich werde mich überraschen lassen, genauso wie ihr auch, hoffentlich. Denn erst beim nächsten Mal
werden wir der Sache auf den Grund gehen, zweideutig betrachtet. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Medieval Remastered.